Herzlich willkommen zu neuen Part von Let's Fun Heyday. Wieder hier neues Event am Start und nicht wundern, das ist übrigens noch vor dem Livestream vom Donnerstag, also nicht wundern. Hier haben wir die 5 Erweiterungserlaubnisse, die wir uns heute auf jeden Fall holen werden. Das erste Schiff auf jeden Fall kein ohne Erweiterungserlaubnis, aber das nächste nicht. Zuckerrohr, Olivenöl und Maisbrot. Ja, das Ziel des Parts ist einfach, die Erlaubnisse zu kriegen, ein Land weiter zu machen und somit das Event abzuschließen. Ich hoffe, euch hat der Livestream gestern gefallen. Für mich ist er noch im Morgen, also morgen, aber für euch schon danach. So, jetzt habe ich keine LKW-Aufgabe mehr hier, aber die kommen gleich wieder. Von daher passt das schon. Power Derby ist ja auch am Start. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufgaben ich schon gemacht habe. Mal nachgucken hier. 7. Okay, ist das ja okay. Ich hatte mal so viel Zuckerrohr. Warum habe ich das denn jetzt nicht mehr, ey? Mega mies. Mega, mega mies. Hat bestimmt Rosé gegessen, diese Süchtige. Knagert da bestimmt so genauso dran wie so ein Orang-Utan. Auch wenn die am Bambus nagen, aber ist ja egal. Kann mal heil schreiben. Hallo. Eben war noch 8 on. Jetzt, wo ich die Aufnahme gedrückt habe, jetzt sind noch 4 on. Haben alle Angst. Alle Angst. Im Video sein zu können, wenn ich on bin. Nein, natürlich nicht. Oh, das ging schnell. Schiff Nummer 1. Ich kann euch gleich auf jeden Fall Land erweitern. Ich habe nämlich schon geguckt. Wird auf jeden Fall passieren. Mit Käse, Ziegenkäse. Erstmal alles so, was lange dauert. So, und hier auf jeden Fall Maisbrot. Haben wir gerade gesehen. Das ist Mangelware bei mir. Aber ein Popcorn-Schiff sehe ich jetzt erst. Das feiere ich natürlich hart. Endlich mal mein Popcorn loswerden. Bin ja immer noch irgendwo bei 400. Oder? Glaube ich. Ja, ungefähr. Zuerst mal gucken sollen, ob ich den Rest habe, aber... habe ich schon. Solche Rolle müsste eigentlich irgendwer haben, aber keine Ahnung. Wenn nicht, dann mache ich es halt selber voll. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe genau 100 Klotches. Das ist ein Jubiläums-Klotschereinspender sein, wenn ich genau 100 davon habe. Das ist ein Zeichen. Das muss ein Zeichen sein. Es kann nur ein Zeichen sein. Haben wir hier Orangensaft, Melonensaft. Melonensaft geht eigentlich ganz schnell, also... deswegen würde ich schon fast lieber was anderes produzieren. Ja, muss ich gleich mal kurz in den Gammelbereich gehen. Oh, es geht schon voll schnell voll hier, das Schiff. Ist ja unfassbar. Ups, hier weggeklickt. Sorry. Und wir setzen das nächste Schiff und gehen da erstmal kurz in den Gammelbereich. Fisch mit Pommes, Eier und Brombeeren. Wenn man schon mal bei dem Thema ist. Wenn einmal Fisch sagt, dann kommt auch direkt überall Fisch. Das ist eine Kettenreaktion. Warum habe ich denn jetzt 19? Egal, haben wir halt 19. Vielleicht habe ich jetzt erstmal genug Fischernetze. Fischfilet meine ich. Mal angefangen eben noch viermal. Dann geht ab. Dann geht's ab mit den Schiffen. Ja, sehr schön. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Schiffe, beziehungsweise alle 5 Schiffe abgeschickt habt für die 5 Erlaubnisse oder ob ihr euch gesagt habt, ne, ich schicke ein Schiff, wenn es kommt, aber auf die Klopapierrollen bin ich jetzt nicht so geil. Würde mich mal interessieren. Der Saukarpfen, der Boy. Spice an! Immer das Hin und Her. Ist ja wie ein Kind in der Pubertät. Links, rechts, links, rechts.
Oder ein Kind noch nicht in der Pubertät. Oder ein normaler Mensch. Also Kinder sind auch normale Menschen, aber... Ah, ich rede mich hier gerade wieder in was rein. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Dodo. Schiff. Komm. 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 Komm, komm, komm. Schiff. Gab's nicht mal eine gemischte Smoothie-Aufgabe? Na, egal. Sammeln wir sie einfach ein und scheiß noch die Aufgabe. Ich mach andere. Mach mal 4 Gurken-Smoothies und... Oh, davon habe ich auch keine mehr. Ja, Pflaumen habe ich eigentlich noch. 82, okay. Habe ich davon auf jeden Fall noch genug. Aber meine Pflaumenbäume sind ja die ganze Zeit schon zum Beleben. Ich habe die eigentlich so als Sicherheitsbäume da stehen, falls ich mal irgendwie ganz schnell beleben brauche oder so. Aus irgendeinem Grund für irgendeine Farm. Kann ja immer mal sein. Ich habe auch ein Glück mit den Schiffen, ey. Also, das erste war ja auch schon geil. Das war Reisnudeln. Also, das, was schon fertig war, als ich... das, was ihr am Anfang gesehen habt. Reisnudeln. Zehn Jährlinge. Oha, 50. Okay, 30. 30 Jährlinge bekommen. Geil. Geil. Das war Reisnudeln, Pfingstrosen und Paprika. Also, mega geil. Klotsche rein, Spender sein. Hier war ich noch nicht. Warum habe ich die noch nicht geerntet? Mann. Die könnt ihr aber mal freigeben hier, die. Die Honigbüsche von der jüdischen Volksfront. Nicht zu verwechseln mit der Volksfront von Judäa. Das ist die jüdische Volksfront. Für alle, die das gerade nicht so kennen, ist von Leben des Brian. Honigbusch, Honigbusch, Honigbusch und Honigbuschili. Wie weit ist es, das Schiff? Eins noch. Die Marika ist wieder da. So kriege ich mal Benachrichtigung. Wie viel Schiff ist das jetzt? Das dritte, ne? Reisnudeln, Pizza, Frutti, die Scheiße und Karottensaft. Das klingt nur nach einem machbaren Schiff. Ein machbares Schiff, welches wir machen werden. Wenn es dafür eine Belohnung gibt, dann mache ich das auch. So viele Reisnudeln habe ich gar nicht mehr. Ich glaube 8 oder so. Mehr nicht. Ich muss leider Popcorn machen, ey. Ich grenze schon an die 300 an. Da muss ich doch mal Popcorn produzieren, damit dem nicht so ist. Ja gut, das kann ich wegschicken. Das kann ich auch wegschicken. Alter, also okay. Ich hätte mich, glaube ich, nicht verwundern sollen, warum ich so leichte Schiffe kriege, weil jetzt kriege ich ihn nämlich mega aufs Maul. Die wissen, glaube ich, immer, wenn ich streame, weil dann kriege ich immer mega scheiß Schiffe. Und jetzt haben sie bestimmt die Vermutung gemacht, oh, der schickt viele Schiffe weg, der nimmt doch bestimmt ein Video auf. Ja, direkt. Oh, Himbeerkerze. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Wo ist er? Hat ja Niklas SL. Himbeerkerzen drin, was ich nicht glaube, aber er hat auf jeden Fall viele produziert. Ne, hat er nicht. Ach, schade. Schade, schade, schade. Das reicht. Das reicht mir vollkommen. Zug ist das 9er Schiff, wenn das ein 12er gewesen wäre, wäre aber. Phew. Das wäre aber dann kompliziert geworden. Hätte ich wahrscheinlich weiterschicken müssen.
Schneidierringe. Gibt's nicht erst wieder so oft. Und ich habe gerade einfach nur dämliches Glück. Was sind denn seine Belebenbüsche? Aha! Erwischt! Auf frisch ertappt beim Vollführen von FKK-Moves hab ich dich erwischt. Ich glaube, das dauert, bis das einer voll macht. Die Mac-Gats sind jetzt nicht so ein einfaches Ding. Die Marika, die hat Möhren. Das ist gut. Okay, zwei noch. Gehen wir erstmal in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Oh, ich treffe gar nicht. Also das Haus, das muss man schon treffen. Sonst wird das nicht mit der Stadt. Ich bin übrigens Farmlevel, bisschen Ruflevel 59 auch gestiegen. Also im letzten Part Level Up. In diesem Part Ruflevel Up. Aber offline, nicht Level Up gewonnen. Eigentlich hätte ich ja noch gerne gelassen wegen einer eventuellen Stadtaufgabe. Aber ich komme jetzt mal hier aus den Gebäuden raus. Die Leutchens. Hol ich mal einfach irgendwelche, das hat keiner eine Stadtaufgabe, von daher passt das. Muss man nicht aufpassen, ob einer irgendwie einen Glatzkopf hat oder was auch immer. Hängt aber Dings an der Tafel. Ich weiß gerade nicht mehr wer, aber irgendwer hängt an der Tafel da. Obwohl ich. Achso, die 10 Leute, die kommen gerade. Ich dachte schon. Obwohl ich mir 10 Leute geholt habe, habe ich keine Plätze in der. Da habe ich zu viel Plätze frei hier dann. Also habe ich gedacht zumindest. Ja, Pension geht ja nicht. Pendion, du gehst nicht. Warum haben wir diese oft geholt? Kommt fast schon wie bei Zwilling. Die müssen immer die gleichen Sachen haben und müssen auch immer nebeneinander sitzen. So fühle ich mich mit der Pension. Wenn die Pension ein Zwilling ist oder ein Zwilling hätte. Alles schon voll. Ja, 6 Bienenwachs am Arsch. Sage ich nur. Ciao. Und Souvenirladen. Auf mit dir ins Kino. Wie gerne macht ihr eigentlich die Stadt? Schreibt mir das auch mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob ihr die Stadt gerne macht oder ob ihr eher sagt, war dort mir zu lang, ist mir zu langatmig oder man sieht keine Fortschritte oder was auch immer. Also Fortschritte sieht man ja wirklich nicht, das ist echt schade. Außer jetzt halt das Ruflevel. Aber ich treffe das Gebäude nicht. Ich klicke doch da drauf, aber ihr seht das ja, der Mauszeiger ist noch eingeblendet. Aber er nimmt das nicht. Ist auch egal. Schiff Nummer 4!
Noch ein Schiff. Dann haben wir alle 5 Belohnungen abgeholt. Wunderbar, schon wieder Maisbrot. Aber egal, Kaffeebohnen und Bärentorte habe ich auch viel. Von daher, das passt schon. Das passt schon. Passt schon, passt schon. Kasu. Einfach belebt. Du Lümmel. Also selbst meine Gemeinschaftsmitglieder langsamer. Danke. Nein, ich will nicht in den Angelbereich. Scheiß, beziehungsweise Gammelbereich. Voll der. Das geht auch sehr schnell. Boah, ich glaube, es waren 5 der schnellsten Schiffe, die ich jemals abgeschickt habe. Vor allem für einen Part. Aber. Ja. Und das finde ich auch kacke, dass man nicht sieht, dass einem geholfen wurde. Von erst mal hingehen. Aber anscheinend noch nicht. Bretter, 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 Bretter. Nein! Und die Äxte kriege ich. Aber trotzdem, so ärgerlich. Oh, das ist das Ärgerlichste, glaube ich, überhaupt. Scheiße. Caroline hat eine Kiste voll gemacht. Erdbeeren. Ich hab genug Erdbeeren. Hovo. Sagt mir nix. Oah, danke fürs Brief an. Nix, nix, nix und nix. Dankeschön! Okay, das nächste Schiff ist ja normal. Schmetterkrottensaft. Wir haben die 5 Belohnungen abgeholt. Jetzt können wir die einlösen hier für ein Land. Und ich werde direkt das oberste nehmen. Aber ich möchte das Land endlich hier weg haben. Ey, das stinkt. Das stinkt einfach nach Scheiße. Oh, jetzt fehlt mir noch ein Markierungsfall. Wollte mich verarschen. Jetzt fehlt mir ein Markierungsfall. Leute. Wenn ich jetzt nirgendwo anfangen, dann fahren wir jetzt. Das könnte eventuell ein bisschen lange dauern. Land, fühl dich einfach schon erweitert. Fühl dich einfach erweitert. Das werde ich machen, sobald ich den nächsten Markierungsfall bekomme. Boah, das darf gar nicht so zu gucken. Das ist ernst gemeint. Ja, das war's schon für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, euch hat das Stream gestern gefallen. Also wird mir noch, aber hat mir mega Bock gemacht. Dann. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Sonntag ist Stream. Morgen kommt ein neues Projekt. Ach Quatsch, heute. Heute. Vergesst, wer es gesagt hat. Es beginnt auf jeden Fall jetzt ein neues Projekt. Ich hoffe, damit habt ihr auch Spaß, weil das macht nämlich mega Bock, das Spiel. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.